Und willkommen zurück zu einer neuen Folge Assassin's Creed Valhalla. So, wie versprochen, machen wir heute mit der kleinen Insel hier weiter. Wir wollen ja schauen, dass wir hier die ganzen Schätze holen, die Rätsel lösen. Wir können auch mal schnell auf die Karte gucken. Genau, ich habe jetzt mal hier dieses Rätsel. Oh, hier ist auch noch was. Ist das Land oder? Hier müssen wir irgendwie mit dem Schiff hin wahrscheinlich. Okay, mal schauen, ob wir da irgendwie hinkommen später. Genau, ich habe jetzt hier mal das Rätsel markiert und dann würde ich sagen, ja, gehen wir hier, hier werden wir wahrscheinlich mit dem Schiff rüber müssen, tun wir hier die Karte mal abklappern. Wird wahrscheinlich 1 bis 2 Folgen dauern, denke ich. Ah, wir schauen einmal. Genau. Schauen wir mal, was uns so noch alles snacken können. Schönes Pferdchen. Geht es auf jeden Fall ein bisschen schneller. Aber wie gesagt, wir lassen uns Zeit. Nichts überstürzen. Schön gemütlich alles machen. Sind ein paar Bären. Hoffe, wir rennen die. Oh, die rennen uns komplett hinterher. Wie kann ich Ehre an mich binden? Setten die? Ah, die hauen schon rein, wenn die treffen. Alter! Damit er immer trifft. Die rennt aber. Das ist ja Wahnsinn, dass die so lange hinterher rennen. Aber gibt mir auf jeden Fall gut Energie wieder. Okay, dann kommen wir hier zu dem zurück. Muss ich mich zu Tode schinden. Unbemerkt kamst du von hinten. Wie bitte, alter Reiber? Bist du ein Skalde? Ich habe noch nie jemanden so Verse rufen hören. Ein Skalde? Oh nein, gar nicht. Ich suche nur nach Ehre und bin dabei vom Weg abgekommen.
Hier suchst du nach Ehre? Ein ziemlich entlegener Ort. Ich bin der siebte Sohn eines siebten Sohnes. Von mir wird erwartet, meiner Familie große Ehre zu bringen. Aber alles ist schon getan. Meine Onkel und Brüder haben alle große Siege errungen und noch größere Tode. Für mich ist nichts mehr übrig, was ich tun könnte. Die Götter erhören meine Gebete nicht. Aber du bist hier. Also willst du einen großen Sieg von mir oder einen großen Tod? Nein, ich will leben. Und einen Kampf gegen dich würde ich niemals überstehen. Das ist wahr. Aber vielleicht könntest du mich zu einem Sieg führen. Ich kann dir ansehen, dass du kein großer Krieger bist. Das weißt du auch. Es gibt keinen Grund, das zu leugnen. Aber ich könnte dir eine Gelegenheit verschaffen. Irgendein Tier, das auch du bewältigen kannst. Ja, ja, das könnte klappen. Ich könnte ein paar Einzelheiten dazu dichten. Nichts Abwegiges. Skalden machen das so. Bist du also doch ein Skalde? Rühre dich nicht von der Stelle. Ich mache das nur einmal. Ich werde hier sein. Bei meiner Ehre. Was soll er jetzt machen? Ja, hallo, was soll ich jetzt machen? Muss ich ihm Tier hintragen oder was? Kein Plan, was ich da machen muss jetzt. Und bring mir eine Bestie! Was siehst du, alte Freundin? Die haben wir schon gekillt. Aha. Leder, aber ich kann hier nichts machen, oder? Mit dem Plündern. Und bring mir eine Bestie. Nein. Eine Bestie. Muss ich die vielleicht vor den zu denen hinlocken? Warte mal. So, erlange deine Ehre.
Von Arm wirken sie viel größer. Ich glaube, das schaffe ich nicht. Ich glaube, das schaffe ich nicht. Komm, Erland. Die Ehre ruft. Leck mir den Rücken. Du wirst die Firma nicht. Wir machen dich einfach. Ich habe es geschafft. Tatsächlich. Was für ein Kampf. Du hast ein paar Treffer gelandet. Wie war dein erster Sieg? Götter! Nie fühlte ich mich so lebendig. Mein Huga steigt auf Rabenschwingen auf. Diese Wiedergeburt bringt dir auch einen neuen Namen. Von heute an heißt du Erland Wolfschlechter, der Hundebezwinger. Das passt zu mir. Weißt du, jetzt da ich darüber nachdenke, meine Geschichte sollte im Versmaß erzählt werden. Leb wohl, Bestienköder. Okay. Okay, dann würde ich sagen, dann hierher. Nur mal die restlichen Schätze. Über die Wölfe hier. Hier sollte ich vorsichtig sein. Okay. Ja, geh doch, was macht denn? Reicht aber auch nicht aus. Nein, was ist denn überall Hengste hier? Decken erstmal. Okay, eine Waffe oder sowas. Schauen wir uns Inventory. Das hat aber nichts, das ist ein Dolch.
Okay, ein paar sind noch hier. Ah, es gibt gute EP. Nein, diese blöde Fotomod. Mal schauen, ob man das irgendwie umlegen kann. Weil immer wenn du unterm Rennen irgendjemand anvisieren willst, dann gehst du halt in den Fotomodus, weil du halt die zwei Tasten letztlich drückst. Sau blöd gemacht. Ist ja alles geklärt? Nee, wir sind noch so viele. Schauen wir mal hoch. Okay, die Kecker sind voll. So viele. Ich töte dich. Ja! Wurmhof hier. Kann man denn da irgendwas looten? Haufen Gegner hier. Schnell!
das ist wahrscheinlich auch wieder so ein Questgebiet. Müsste eigentlich durch sein, aber geh halt runter. Ja, ab und zu ist noch ein bisschen hakelig, finde ich, die Steuerung. Hier sieht es ganz irgendwie nach so einem Anlegeplatz aus. Okay, wir schauen mal. Somit müsste auch ein Schnellreisepunkt da sein, oder? Na, okay, der Schnellreisepunkt ist nicht da. Okay, dann gehen wir zum Räuberversteck. Oder gehen wir erst hier rüber und dann so. Müssen wir auch noch was holen? Na, gehen wir erst hier rüber. Wo geht der denn jetzt her? Die Richtung. Ich schätze mal, das wird auch von der Quest hier irgendwas sein, in unserem Gebiet. Deswegen ist es immer noch Sperrzone oder Sperrgebiet. Augen sind wir voll, okay. Okay, reiten wir mal. Kannst du lang warten? Sie wurde wohl verriegelt. Heftig, ja, offen. Auf dem Gänge hier. Okay, scheinen alle da unten zu sein. Nix, Moment. Das ist zu spät, mein Junge. Ja.
Oder du. Köcher voll. Haufen Schätze hier, oder Wahnsinn. Okay, wir schauen, wie ich da reinkomme. Wie sieht es irgendwie aus, wenn man hier irgendwie... Okay, wenn du Ölkrüge schießt, können wir die Ölkrüge... Geh halt hoch. Können wir die Krüge auch nehmen? Tragen? Okay, das war ein Scheiß. Aha, also aufpassen hier nicht auf, wenn wir das Brennen anfangen. Okay. Aber so ist jetzt hier keine Wand mehr, oder? Die ich jetzt... Aber das hier, ist die Tür verriegelt. Okay, da muss ich irgendwie anders reinkommen. Schon von da oben rein. Ah, schon sind wir drin, ne? Buch des Wissens. Neue Fertigkeit. Schlummerdorn. Fähigkeiten. Schlummerdorn. Ein Fall, der mit der Svemthorn-Rune versehen wurde, lässt das Ziel fast sofort einschlafen. Okay. So ein Schlaffall. Okay, haben wir hier noch was? Nö. Hier müssten wir alles fertig haben. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir weiter zum Räuberversteck.
Ja, langsam wird's schon. Langsam kommen wir unter Steuerung auch besser klar. Du machst gar nichts, Mensch, egal. Zerbrochener Bogen. Leere Schachtel. Meter oben. Okay, ist auf dem Baum oben. So, bin ich hoch? Okay, hier komme ich nicht hoch. Okay. Dann gehen wir hier hoch. Creaks Hammer. Okay. Okay, dann schauen wir uns mal den Kriegshammer an. Inventar. Das ist wahrscheinlich ein Zweihänder, oder? Den können wir sogar nehmen. Also schauen wir mal den. Der hat 50 Angriff, 47. Er ist eigentlich in allen Werten. Ein Tempo ist ein bisschen langsamer. Okay. Den schauen wir uns einfach mal an, dann sehen wir schon. Okay, hier gibt es hier noch was. Ja, hier gibt es noch was. Aber es meist so kleine Kisten sind meistens Material und sowas. Nahrung ist voll. Wir sind damit dreimal, können es dreimal heilen. Gar nicht so schlecht eigentlich. Okay, dann machen wir einen Abstecher hierher. Thank you.
Hä? Okay. Das ist wahrscheinlich, muss irgendwo eine Höhle geben. Da ist ein Buch unten drin. Breite deine Flügel aus. Hier gibt es irgendwie eine Höhle oder sowas. Ah ja. Okay, dann schauen wir mal. Ja, sind auf jeden Fall auch Gegner unten. Hier geht's aber nicht rein. Okay, wir kommen wieder rein. Aha, okay. Okay, hier geht's aber auch nicht runter. Okay, aber irgendwie muss es dort einen Weg reingeben. Das kann ja nur von irgendwo hier... Ah, er hat wieder nicht geguckt. Ja. Tür verriegelt. Clint, ich muss auf die andere Seite. Okay. Neue Fähigkeit, Wurfaxtwut. Müssen wir ausprobieren. Okay, hier sind wir voll, oder? Ja. Okay, sehr schön. Es läuft. Schauen wir uns noch hier in dem Dorf ein bisschen um. Gibt es hier noch ein bisschen was zu snacken? Ich bin mir echt unsicher, wie ich das mit den Waffen machen soll. Also vom Aufwerten her.
Ist aber auf jeden Fall kein Sperrgebiet. Die Weltkarte, aber hier ist noch was. Nein. Okay. Gehen wir noch ein kleiner Schatz hier. Kannst du nicht da reingehen, einfach? Okay, dann müssten wir hier alles haben. Dann würde ich sagen, ich mache einmal eine Schnellreise und dann fahren wir hier einmal rüber. Und eventuell können wir auch hier mal rüber starten. Aber uns fehlt noch ein Schlüssel. Sieh nur, da haben sich Soldaten verschanzt. Was? Da haben wir doch schon. Ein Opfer für Odin. Das haben wir doch schon lang, Mensch. Das hab ich alleine gemacht, da brauche ich nicht, Mensch. Yeah. Rüber, bitte. Okay, dann schauen wir mal. Irgendwie einen Weg rein gibt. Das ist alles gewesen jetzt, oder? Das war's. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir hierher. Aber ich weiß nicht, ob ich da schwimmen kann. Weil es doch sieht kalt aus, glaube ich. Probieren wir es einfach. Hä? War das ein Fisch hier? Oh. Robbenfleisch.
Okay, Leute, dann ab aufs offene Meer. Was stimmt nicht mit dir? Nein, geh zurück. Segel setzen. Schauen, ob wir überhaupt so weit rausschwimmen, rausfahren können. Oha. Okay, hier muss es irgendwo sein. Stopp. Was siehst du da oben, Sühnen? Ruhig jetzt. Dieses Wasser ist tödlich. Okay. Gut. Dann haben wir hier noch was. Gut, das würde ich sagen, oder den Schatz oder das Rätsel, das holen wir uns in der nächsten Folge ab. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Und ja. Genau. Wir haben ja nichts zu sagen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao, ciao, reingehauen. Euer Andi.